Herzlich willkommen aus Barcelona, euer Kapitän Carles Anton meldet sich zu Wort. FC Barcelona vs. Manchester City im Camp Nou, besser geht's kaum. Ich habe heute das Retro-Barca-Shirt an und noch die Nummer 10 Socken. Let's go! Nur ein paar hundert Meter weiter ist auch schon das Camp Nou. Oh, der Junge hat schon das neue Trikot an. Und hier ist auch schon direkt mein Hotel, Freunde. Und ich habe gestern hier in der Tiefgarage einfach Pjanic getroffen. Das war richtig random. Ich habe nämlich mein Parkticket gezahlt am Automaten. Dann drehe ich mich um, Digga, so dass wir wieder in den Geldbeutel stecken. Und dann sehe ich, dass mir ein Mann die Tür auffällt. Ich sehe so von hinten, er ist von der Statur so voll dünn, Haarschnitt irgendwie, kam mir das bekannt vor. Und dann denke ich mir so, nein, das ist doch Pjanic. Dann ich so, Miralem. Er dreht sich um und dann hat sich das bewahrheitet. Dann habe ich ihn nach einem Foto gefragt und dann ihm noch gesagt, ja, schönen Tag hier. Er so, und auch dir. Mit so einer Tonlage, richtig nett. Jetzt schnappen wir uns erstmal ein Taxi und fahren da nach oben zum Berg. Hola, buenas tardes. Altibidabo, por favor. Sí. Dort oben befindet sich nämlich ein Freizeitpark, wo man auch die beste View hat über die ganze Stadt. Dort war ich das letzte Mal vor 7 Jahren in einem Vlog. Ach Leute, ich liebe es hier. Diese City gibt mir so gute Vibes. Hier beginnt dann gleich der Attraktionspark und von der Seite blickt man wunderschön auch hier die Berge hinunter. Hier oben befindet sich auch eine Kathedrale, die sieht man eigentlich immer, wenn man irgendwie in der Stadt rumläuft und oben auf den Berg blickt. Das ist das. Heute spielen wir das erste Mal gegen Erling Haaland. Es gab ja auch so viele Gerüchte, dass er zu Barca wechselt. Am Ende entschied er sich doch für Man City, wohl auch deswegen. Aber natürlich haben die auch eine extrem krasse Mannschaft, wenn nicht sogar die beste der Welt. In wichtigen Spielen haben sie halt gechoked. Letztes Jahr waren sie eigentlich auch gegen Real die bessere Mannschaft. Über 160 Minuten. Aber ja, mal gucken, ob sie dieses Jahr eventuell den Henkelpott holen werden. Oha, Leute, das hatte ich gar nicht mehr so schöne Erinnerungen. Absolute 10 von 10. Erster Boxenstopp, Riesenrad. Davor gucken wir uns aber noch die Aussicht an. Boah, das ist natürlich mit Abstand die beste View, die man bekommen kann über die Stadt. Ich habe gerade so lange gesucht, bis ich das Camp Nou entdeckt habe. Aber da ist es versteckt, Freunde. Man sieht gleich die Tribünen. Jetzt gehen wir aber auf ein paar Achterbahnen drauf. Da sehe ich dich. Uiuiui, da werden wir gleich lang brettern. Oh, wie geil. Es gibt doch eine Wasserbahn. Mann, das liebe ich. Aber die Schlange ist bodenlos. Oh, Digga. Geil. Oh, egal, Freunde. Ich stell mich an. Ich habe sowas schon richtig lange nicht mehr gemacht. Oh, Digga. Ich bin so durchgeschwitzt nach dieser Fahrt. Ich brauche erstmal eine Abkühlung. Die Sonne kickt aber auch dieses andere rein. Es sind 32 Grad. Darauf erstmal eine entspannte Waffe mit Nutella. Ja, Digga, klatsch drauf. Muchísimas gracias. Ich lasse es mir jetzt schmecken und noch einen Tropical Cocktail dazu. Ich bin ein Mensch, ich könnte 70% des Tages nur Waffeln essen. Oh, lecker. Nun sind wir beim Plaza Catalunya. Der berühmte Platz, wo auch die ganzen Tauben sind. Sollen wir da einmal durchlaufen? Scheiß Sand. Halt! Boah, Digga, ich habe ein bisschen Angst, ne? Erwischen einen nie, guck dich das mal an. Ich laufe jetzt Richtung Fanshop, weil ich habe gehört, dass jedes Trikot angeblich ausverkauft sein soll. Also vor allem im Bodega-Store, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen probiere ich es da vorne in der Einkaufsstraße. Mein Tipp für heute lautet 3-2 für Barca. Aber der Sieg ist heute nicht das Wichtigste, denn es geht um den guten Zweck. Es ist ein Charity-Match für die ALS-Krankheit. Also die ganzen Einnahmen gehen an Betroffene. Die ganzen Läden hier sind in solche coolen Gebäuden. Gönnt euch mal diesen H&M-Shop, riecht krass aus. Da sind ein paar Zuschauer. Alles klar, Jungs, alles klar. Habt ihr euch was gegönnt, oder was? Nein. Nein? Ah, okay, Gala-Fan. Ja. Viel Glück diese Saison, ne? Real-Fan? Ah, Digga, mit dir rede ich nicht. Das möchte ich mir auf jeden Fall sneaken. Wie findet ihr eigentlich das dritte Trikot? Lewandowski hat damit auch schon gemodelt. Diese Variante nehme ich mit Pedri hinten drauf. Hier auf den Treppen sind die Legenden abgebildet. Samuel Eto'o, Luis Suarez. Ah, Messi auch auf der letzten Stufe. Das ist eines Tages für unser Babyschatz. Das werde ich safe sofort bei der Geburt holen. Vom normalen Heimtrikot und vom Goldenen gibt es nicht eine einzige Größe mehr für Herren. Alles komplett sold out. Aber es ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das heißt, es kommt viel Geld in die Kasse für Barca rein. Immer startklar und es geht zum Camp Nou. Ich muss sagen, so ein bisschen bin ich eifersüchtig auf dieses goldene Trikot. Das sieht echt geil aus. Aber ich finde das auch sehr fresh mit dem Kreuz. Ich habe gelesen, es soll heute nahezu ausverkauft sein. Wäre natürlich übelst geil, wenn über 90.000 zu einem Freundschaftsspiel kommen. Da hofft einer schon auf das Shirt von Haaland. Oh mein Gott, was ist hier los? 2 Stunden vor Anpfiff. Das fühlt sich an, als ob heute irgendwie ein Champions League Match wäre. Ich probiere es aber trotzdem jetzt gleich nochmal im großen Fanshop, ob noch etwas übrig ist. Can I ask you for your prediction? Prediction for YouTube, yes? Okay, what do you think? Barcelona will win 3-0. 3-0?
All right, and you? I think Manchester City win 2-0. Haaland will score? Oh, okay, good luck, yeah, bye guys. Frederik und Tim, seid ihr das erste Mal im Kamu? Echt jetzt? Okay, was war ihr Tipp? 3-1 Barca. 3-1 Barca, okay, ich sag 3-2. Viel Spaß, gell? Haut rein. Heiliger Bimbam. Ist schon ungewohnt, den neuen Namen vom Stadion zu sehen. Spotify Kamu. Ich muss was trinken, ich verdurste. Oh, schmeckt komplett nach Chlor, das. Wenn ich das Ronaldinho-Trikot sehe, dann geht mir immer das Herz auf. So. Hey, jawohl. Servus! Mein kleiner Fass, ja, natürlich. Von dir. Was geht, Digga? Alles klar? Ja. Dann mal so. Jetzt gehen wir in den weltweit größten Barca-Store. Daniele! Oh, Lewandowski, geil! Voilà. Unser Fanclub-Chef, Freunde. Wieder geil, Barca. Ja, endlich wieder zusammen im Stadion. Endlich, nur die Zeit. Sogar die Puppen haben nicht mal die Trikots an. Alles weg. Es ist alles nur für Frauen nur noch übrig. Richtig. Aber er meinte, in ganz Spanien ist ausverkauft. Ganz Spanien ausverkauft. Du bist Marlon Ekkerdem. Okay. Und du? Das ist der Eingang von meinem Ticket, wo auch oft die Spieler mit ihren privaten Autos reinfahren. Hey, was geht ab, Bruder? Da sehe ich den ersten mit Erling Haaland-Trikot. Lol, wie lost bin ich? Das war kein der, das war einfach die Mutter von Haaland, Freunde. Daneben war der Vater. Ich habe mit ihm ein Bild gemacht. Was ist das denn für ein Zufall? Ach ja, das ist für mich der schönste Weg dieser Welt. Die ganzen USA-Vlogs und auch das letzte Auswärtsspiel waren einfach nur Baba. Aber es gibt nichts Schöneres, als hier zu Hause zu sein. Was geht, Bro? Alles klar? Wie geht's, Anton? Sehr, sehr. Super, danke. Ja, natürlich. Wir sind durch und wir gehen sofort zu unseren Sitzplätzen. Wir sitzen heute rechts vom Präsidenten, Haupttribüne, ein bisschen weiter oben. Sogar bei den Essensständen, ey, da musst du gefühlt eine halbe Stunde anstehen. Ey, was geht? Alles klar? 207 Block, Freunde, das ist mit der geilste Platz im Stadion. Sehr zu empfehlen, wenn ihr mal hier seid. Oh ja, da vorne wird dann direkt der Porter sitzen. Oh, yeah. Thank you, gracias. Yes, das ist unser Platz. Oh mein Gott, Leute, es geht fast nicht besser. Ich wollte euch noch auf eine Aktion aufmerksam machen von meinem Sponsor Display. Die machen extrem geile Metallposter. Es gibt Millionen von Designs. Es gibt aber offiziell lizenzierte Displays vom FC Barcelona. Aber keine Sorge, auch wenn ihr Fan von Real Madrid seid, werdet ihr dort auf jeden Fall fündig. Bis zum 28. August läuft eine 30% Rabattaktion. Also egal, ob ihr ein, zwei oder drei Displays bestellt, ihr bekommt immer 30% automatisch beim Warenkorb abgezogen. Ihr braucht keinen Code eingeben. Einfach nur über meinen Link oben in der Videobeschreibung shoppen. Viel Spaß und jetzt warten wir auf die Spieler. Da wird Silvinho sitzen und noch Rafa Marquez habe ich gespottet, die mexikanische Fußballlegende. Danny Cruyff, auch noch einer von der Direktiva von Barca. Die haben hier so geile Monitore. Boah, da mal eingeladen zu sein, das wäre auch ein Traum. Man City ist bereits drinnen, da sehen wir auch schon Kevin De Bruyne. Die sind hier mit der vollen Entourage angereist, Gündogan, und da haben wir Haaland höchstpersönlich. Er hat noch nie davor in diesem Stadion gespielt und ich glaube, er wird auch extrem motiviert sein. Ich habe einfach noch von einer Frau von CNN interviewt. Sie hat mich gefragt, ja, wie ich es finde, dass heute Xavi und Pep Guardiola als Coaches quasi gegenüber sich stehen werden. Das ist natürlich mega geil, ja. Pep ist eine unfassbare Legende, aber ich bin auch sehr happy mit Xavi. Lever spielt leider auch nicht von Anfang an, Freunde. Haaland wird wahrscheinlich auch erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Barca rotiert natürlich ordentlich durch, aber dafür sehen wir Koundé von Anfang an. Der kann hier nämlich ohne Probleme logischerweise zocken und hoffentlich dann auch im nächsten Ligaspiel. Aber was für ein schönes Bild, die beiden davor noch in der Bundesliga gekickt. Jetzt der eine in Spanien, der andere in England. Probieren wir jetzt mal das Baguette mit Schinken. Hey! Endlich mal wieder die Hymne singen! Und blau! Barça! Barça! Wie gut singt der Mann bitte? Ich habe so eine Vorfreude aufs Spiel, ich habe jetzt schon Gänsehaut. Und die Mannschaft kommt rein, let's go! Bernardo Silva auch in der Startelf. Über den gab es viele Gerüchte, dass er hierher wechselt, aber wird nicht passieren. Phil Foden sehen wir auch und zu guter Letzt auch Riyad Mahrez. Sehr, sehr nice, dass sich beide Vereine für die ALS-Krankheit einsetzen, Freunde. Und los geht's! Mama! Auf ihn freue ich mich wirklich besonders, den hat ja wirklich auch ganz Europa gejagt. Barca!
Schöne Passung, Roberto. Oh! Ja! Oh! Nein! Aubameyang! Ah, schade. War auch natürlich eine gute Parade, aber den kann man schon mal versenken, Ober. Direkt unter uns die zwei legendären Coaches, Mr. Pep Guardiola und Xavi Hernandez. Oh, super! Kessier treibt die Kugel nach vorne. Komm weiter, meine Zieh, Junge! Oh! Pfosten! Pfosten! Feier ich richtig, dass er so viel Mut mitbringt. 5 Minuten gespielt, Barca schon 2 große Chancen. Barca! Barca! Was war das denn bitte? Mein Gott, was für ein riesen Torwartfehler von Iñaki Peña. Das ist komplett durchgeflutscht. Wer weiß, vielleicht war das seine letzte Bude für uns. Boah, Digga, den so erstmal zu verarbeiten. Nein, oh, Silva. Gut gehalten, Iñaki Peña. Schön fürs Selbstbewusstsein. Das ganze Stadion macht gerade die Taschenlampen an bei ihren Handys. Sieht richtig nice aus. Es ist Halbzeit, ich muss sagen, ich habe noch nie so eine schlechte Stimmung erlebt im Camp Nou. Die Ultra-Kurve in Anführungsstrichen ist heute zwar nicht da, aber trotzdem kann man doch ein bisschen mehr die Mannschaft anfeuern. Es ist wirklich extrem leise teilweise. Aber ja, Barca spielt eigentlich nicht schlecht. Digga, was passiert da? Oh mein Gott! Was für ein Glück für Barca, aber wieder Peña stark gehalten. Das ist übrigens der Mann, der alle Transfers für Barca eintütet. Jawohl, endlich läuft Haaland los zum Warmmachen. Wird hier umjubelt, auch von den katalanischen Fans. Die Oderwelle wurde gestartet. Jetzt wird ordentlich eingewechselt. Gündogan kommt und noch Kevin De Bruyne. Oh shit, Kevin De Bruyne auf Gündogan. Links ist alles frei, 2-1. Oh, Peña wieder hinter. Oh mein Gott, was für ein Fehler von Kevin De Bruyne. Ja! Jawohl! Let's go, Frankie! Wie freue ich mich besonders? Ja! Eigentlich haben wir es eher verdient, in Rückstand zu sein. Aber Peña hat uns im Spiel gehalten und jetzt wurden wir belohnt mit dem Führungstreffer. Let's go! Also Citys Chancenverwertung ist heute auch echt miserabel. Oh, De Bruyne sehr frei in der Mitte. Ja, macht das gut auf Mahrez. Legt ab auf Cancelo. Perfekt gespielt, 2-2, mehr als nur verdient. Das reicht eine sehr, sehr starke Kombination. Ja, Haaland kommt jetzt auch noch rein, wird in 2-3 Minuten eingewechselt. Lewandowski hat sich bisher noch nicht warm gemacht. Da ist er, Leute. Boah, wie gerne hätte ich diesen Jungen in unserem Trikot gesehen. Er wird eingewechselt und bekommt vom ganzen Stadion Applaus. Krass. Vielleicht kommt er ja noch zu uns in ein paar Jahren. Alle hatten gerade die Handys draußen, als er eingewechselt wurde. Oh, guter Doppelpass. Komm, Gavi. Zieh, Gavi. Ja, auf Memphis. Den muss er machen, aber ich glaube, es fällt noch ein Tor. Bude! 3-2! Mein Tipp wieder, Freunde! Ja! Vielleicht auch sein letzter Treffer für Barca, wer weiß, wer weiß. Ich halte nichts von Fußballwetten, aber ich habe gehört, das ein oder andere Wettbüro hat Angst vor mir. Oh, Haaland stolpert! Was ist da passiert? Elfmeter? Was? Hä? Also, für mich sah das so aus, als ob irgendwie im Rasen hängen geblieben ist. Schon 90. Minute, Freunde. Das Publikum findet es natürlich jetzt gar nicht geil. Buh! Buh! Oh. Hat den komplett in den Winkel oben rechts. Ach man, ich dachte, mein Tipp kommt wirklich. Das Spiel ist aus. Die beiden umarmen sich natürlich nochmal. Und Grievalen! Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen von diesem Stadionvlog, Freunde. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Morgen geht's für mich zurück nach Deutschland. Ich gehe zur Gamescom. Vielleicht sehen wir uns dann dort in Köln. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.